Peace, meine krassen Fighters, willkommen zu Crunk MMA. Leute, der Professor Snape des MMA hat sich wieder zu Wort gemeldet. El Cucuy hat den Oliveira-Fight überdacht. Vor dem Kampf war er eindeutiger Wettfavorit, aber weit gefehlt. Wie wir gesehen haben, hat Oliveira den Kampf nicht nur von Anfang bis Ende dominiert, sondern Tony regelrecht weggepustet wie ein Kartenhaus. Charles brachte ihn, wie es ihm gepasst hat, auf den Boden. Er hatte die Kontrolle die ganze Zeit gut im Griff und führte das ganze Haus hoch. Jetzt gibt Tony offiziell eine Erklärung ab, welche technischen Fehler er gemacht hat, dass es zu sowas kommen konnte. So schreibt er: No excuses. Ich wartete 3 Runden auf einen Darts von unten. Der Arm war durch den Armbein der ersten Runde etwas beschädigt. In der zweiten Runde haben wir ihn mit dem Ellenbogen gut getroffen, als er zum Takedown ansetzte. Wir wollten am Boden arbeiten, bis ein unzulässiger Upkick den Kampf beendete. Dritte Runde. Er rutschte ab, als ich den Haken ansetzte, statt wie beim Barbosa-Kampf den vollen Darts zu machen. Keine Ausreden, nah dran, aber keine Zigarre. Hätte meine Takedown-Defense mehr üben sollen. Naja, sowas passiert eben. Wrestling ist meine Basis. Sag, was du willst. Ich mache die Mathematik und schlage meine Wiederholungen. Ja, so viel zu Tony. Tony hat seine Fehler eingesehen, weiß, wo seine Schwächen lagen oder liegen. An denen arbeitet er hoffentlich fleißig und nach den 2 Niederlagen gegen Oliveira und Gaethje, wo ich auch da hoffe, dass er hat Revue passieren lassen, hat er sich selbst in den Darts genommen und seine Siegesserie weggeschmissen. Mit Darius hat er seinen Top-Gegner, ein gutes Match, es ist absolut kein Mismatch und mit einem beeindruckenden Sieg und klassischen Ferguson-Moves kann er es auch noch mit seinen 37 Jahren schaffen, sich wieder da einzureihen, wo er vorher war, um ein ernstzunehmender Herausforderer bei der 155 zu bleiben. Was sagt ihr, Freunde? Kann man mit 37 zurückkehren? Kann es der derzeit gebrochene Tony nochmal schaffen und sich selbst zum Albtraum seiner Gegner krönen? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir ein Abo da, wenn ihr wollt, lasst mir ein Like da, würde mich echt freuen und bis zum nächsten Mal.